Der bisher größte Sims-Konkurrent wurde vor wenigen Wochen angekündigt und jetzt gab es einige neue Details zum neuen Spiel Live by You. Welche genialen Features die neue Lebenssimulation hat und auf was wir uns in Zukunft freuen können, gibt es jetzt. Nachdem die Sims-Reihe jetzt schon viele Jahre recht konkurrenzlos war, haben die Leute bei Paradox frisch einen Livestream gestartet, in dem die neue Lebenssimulation Live by You genauer vorgestellt wurde. Ähnlich wie bei den Sims könnt ihr hier eure eigenen, selbst erstellbaren Figuren gestalten, sie in eure Häuser einziehen lassen und mit ihnen Geschichten erzählen. Auch wie das Gameplay genauer funktionieren wird, wurde von den Entwicklern im Stream vorgestellt. Das Spiel soll extrem offen sein und die Kreativität des Spielers wenig einschränken, im Gegenteil. Es gibt viele verschiedene Editoren, um jeden Aspekt des Spiels beeinflussen zu können. Man kann in einem Editor die Welt seiner Menschen gestalten, die übrigens ebenfalls ohne Ladebildschirme auskommt und somit komplett offen ist. Man kann die Objekte im Baumodus, die Gerichte, die die Menschen zu sich nehmen, Karrieren, Quests und vieles mehr einzeln erstellen. Besonders überraschend ist, dass ebenfalls Teile des Editors für die Menschen gezeigt wurde. So sieht er aus. Beachtet aber, dass alle Szenen, die hier erstmalig gezeigt wurden, aus einer sehr frühen Entwicklungsstufe stammen und an allem noch gearbeitet wird. An manchen Stellen sieht man den Einfluss der Sims bei der Entwicklung, dafür hat Live by You aber extrem viele eigene Ideen. So kann man bereits in der Charaktererstellung den Wohnort, das Fahrzeug und seinen Beruf definieren. Der Stil des Spiels ist ein wenig realistischer, meiner Meinung nach passt dieser recht gut zu dem von City Skylines, welches ebenfalls von Paradox gepublished wurde. Wenn ihr euch in der Welt aufhaltet, könnt ihr einfach so die Kontrolle von den anderen Charakteren in der Welt erlangen oder ein Jahrzehnt in die Zukunft springen. Die Menschen im Spiel sprechen unsere Sprache, das bedeutet, dass ihr die Gespräche der Figuren mitverfolgen oder auch beeinflussen könnt. Das Gesprochene könnt ihr sogar selber in einem Editor erstellen, das sieht in diesem Video aber erstmal etwas kompliziert aus und ist wohl eher für erfahrene Spieler gedacht. Und für alle Fortbewegungsmittel-Enthusiasten unter euch haben die Entwickler ebenfalls verraten, welche Transportmöglichkeiten es gibt. Ihr könnt euch zu Fuß, mit dem Auto, Fahrrad oder auch mit dem Skateboard fortbewegen. Wenn euch die ersten Szenen überzeugt haben, könnt ihr das Spiel bereits jetzt auf Steam oder über den Epic Game Store bestellen. Ab dem 12. September 2023 lässt sich der Titel nämlich dann im Early Access spielen. Das bedeutet, ihr erhaltet eine unfertige Version, die noch entwickelt wird, müsst ihr aber auch mit 40 Euro ein bisschen weniger bezahlen. Wenn ihr lieber auf die fertige Version warten möchtet, dauert es also vermutlich noch ein bisschen. Mein erster Eindruck zum Spiel ist wirklich positiv. Scheinbar können wir so viele Aspekte des Spiels selber mitbestimmen und gestalten, dass es nie langweilig werden sollte. Mal schauen, wie genau die Entwickler auch die einfacheren Spieler, die diese umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten gar nicht brauchen, mit einbeziehen. Ein wenig unsicherer bin ich mir allerdings bei den Animationen und der Grafik. Diese sieht zum aktuellen Stand ein bisschen einfallslos aus und auch die Animationen sind ein wenig hakelig. Das ist aber aktuell egal, denn wie schon vorher erwähnt, befindet sich das Spiel noch in einer extrem frühen Phase der Entwicklung. Das ist alles noch im Wandel und hat zum aktuellen Zeitpunkt auch noch keine Priorität. Ich hoffe einfach mal, dass dieses Spiel gut wird, wir in der nächsten Zeit noch mehr von Live by You sehen werden und dieser Titel auch allgemein eine Konkurrenz zu den Sims werden könnte. Was denkt ihr über die neue Lebenssimulation? Bleibt ihr aus Gewohnheit bei den Sims oder behaltet ihr den neuen Titel ein wenig mehr im Auge? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.